komplett unsere Videos, unsere Posts auf sämtlichen Kanälen verfolgen, teilen und uns unterstützen, in welcher Form auch immer. Hier auch gleich mal mein persönliches Dankeschön an das tolle Team, das das hier alles auf die Beine stellt. Und natürlich danke an jeden Einzelnen hier vor Ort, der sich traut, Gesicht zu zeigen. Jetzt aber erstmal die Auflagen für unsere Demonstration. Ordner mussten wir natürlich stellen, aber jeder, der hier ist, ist auch Ordner und achtet bitte auf seinen Nebenmann. Eventuelle Störer, bitte an unsere Ordner melden, das sind die Jungs mit den orangenen Jacken, oder besser noch direkt an die Polizei. Und ganz wichtig, wir sind friedlich und ich bitte euch, euch nicht provozieren zu lassen. Hier auch gleich mal ein Dank an die Beamten, die diese Veranstaltung schützen und möglich machen. Während der Versammlung gilt hier ein Verbot des Ausschankes und des Konsums von Alkohol. Hier auch gleich weiter das Verbot des Mitführens von Flaschen, Krügen und Dosen aus zerbrechlichem, splitternden oder besonders hartem Material. Ebenso verboten sind natürlich Waffen und Gegenstände, die als Wurfgeschoss dienen könnten. Auch das Mitführen von pyrotechnischen Erzeugnissen während der Veranstaltung ist verboten. Das gleiche gilt für eventuelle Abwehrsprays. Es besteht weiterhin das Verbot von Hunden, wobei das hier nicht so streng gehandhabt wird. Weiter ist es verboten. Auch dulden wir keine Plakate von politischen Parteien, egal welcher Art. Wir sind absolut überparteilich und ich bitte euch, auf solche Plakate und Ähnliches zu verzichten. Den Anweisungen der Polizei ist Folge zu leisten. Am Ende achten wir darauf, dass wir den Platz wieder sauber verlassen. Wer hier eine Fahne bekommen hat, bringt sie bitte hier vorne dann wieder hin. Heute sammeln wir hier auch, um diese Veranstaltungen zu ermöglichen. Unser Team ist dafür mit Spendendosen bewaffnet und es gibt dafür tolle Buttons. Da drüben stehen auch noch Klohäuschen, falls jemand mal muss. Jetzt aber kurz zurück zum Thema Spenden. Man traut sich es kaum zu sagen. Wir sind sehr dankbar, wenn jemand einen kleinen Beitrag spendet. Denn wir zahlen hier Bühne, Technik, Flyer und alles aus eigener Tasche. Und noch eine besondere Bitte an meine sportlichen Freunde. Schön, dass ihr teilweise weite Wege auf euch genommen habt und vielen auch ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Denkt dran, heute schaut ganz Deutschland auf uns. Bitte seid relaxed und entspannt und liefert den Medien keine Bilder, die unserer gemeinsamen Sache schaden. Ahu! So, jetzt geht's los. Liebe Freunde, ich bin überwältigt. Ich bin überwältigt von dem Anblick von hier oben, von dieser riesen Menschenmenge. Und das macht mir Hoffnung. Hoffnung, dass Deutschland doch noch nicht verloren ist. Damit verbinde ich eine ganz klare Ansage zu denen da oben nach Berlin. Wir geben Deutschland nicht auf. Deutschland ist unser Land. Gekommen sind, um mit uns für unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmung zu kämpfen. Und danke an alle Männer, die mitgekommen sind, um uns dabei zu unterstützen. Ich wurde mehrfach vorher gefragt, ob wir jetzt eine neue feministische Frauenbewegung sind. Das sind wir natürlich nicht. Die Feministinnen, die findet ihr bei den lächerlichen MeToo-Aktionen mit Tanzaufführungen. Die richtigen, die starken und die selbstbewussten Frauen, die stehen heute hier auf diesem Platz. Jawohl! Da zähle ich mich auch so.
Und wir lassen uns auch nicht länger auseinander dividieren und in einen ideologisch herbeigeführten Geschlechterkampf hineinziehen. Wir gehören zusammen. Und deshalb nochmal tausend Dank an alle Männer. Ihr seid da, wenn man euch braucht. Und dafür lieben wir euch. Tausend Dank an alle Frauen. Ich begrüße nun ganz herzlich alle Teilnehmer aus nah und fern, aus Schleswig-Holstein, aus Berlin, aus Niedersachsen, aus Sachsen, aus Thüringen, aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg und alle anderen, die ich jetzt nicht genannt habe. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Wir haben auch Gäste aus Frankreich, aus Russland, aus Polen, aus Holland, aus Österreich und der Schweiz hier bei uns. Auch allen ein herzliches Willkommen. Und wir grüßen von hier aus die Organisatoren und Teilnehmer des Kongresses der Verteidiger Europas in Österreich und wünschen Ihnen viel Erfolg. Es sind viele Freunde dort, die gerne heute hier bei uns gewesen wären. Doch der Protest formiert sich inzwischen europaweit und das ist dringend notwendig und es ist gut so. Selbstverständlich grüße ich auch alle Vertreter der in- und ausländischen Presse und appelliere an ihr Gewissen, einen neutralen und objektiven Bericht dieser Veranstaltung zu verfassen. Und ich appelliere nochmal an jeden Einzelnen von euch. Bitte benehmt euch korrekt, folgt den Anweisungen der Ordner und der Polizei. Diese Veranstaltung kann zu einem riesigen Erfolg werden, zu einem Zündfunken für den bundesweiten bürgerlichen Protest, wenn sie friedlich verläuft. Und darum bitte ich euch. Und niemand wird von uns ausgeschlossen, der sich an die Regeln hält. Denn wir betreiben keine Gesinnungsverfolgung. Dieses schmutzige Geschäft überlassen wir Herrn Maas. Abschließendes Wort möchte ich jetzt noch an die Polizei richten. Ich war ja auch auf der Demo in Berlin, diesem Frauenmarsch zum Kanzleramt. Und dabei haben wir feststellen müssen, dass die Polizeiführung bewusst gegen die friedlichen Demonstranten viele Frauen, Jugendliche und Kinder agiert hat, Behinderte und Kinder agiert hat. Deshalb stelle ich den Polizisten heute eine wichtige Frage. Wie werdet ihr reagieren, wenn von euch verlangt wird, euch gegen euer Gewissen zu entscheiden? Wenn von euch verlangt wird, gegen euer eigenes Volk vorzugehen? Über diese Frage sollte jeder Einzelne von euch schon einmal nachdenken. Es könnte sein, dass dieser Zeitpunkt kommt, an dem ihr diese Frage beantworten müsst. Und denkt dran, wem ihr letztendlich verpflichtet seid. Bravo! Nun wünsche ich uns allen einen guten Verlauf unserer Veranstaltung und freue mich schon jetzt auf die Abschlusskundgebung hier auf diesem Platz. Vielen Dank! Liebe Freunde! Ich danke und auch Thorsten für die Begrüßung am Anfang. Liebe Freunde, willkommen in Kandel. Es ist schön, dass ihr da seid und es ist fantastisch, so viele Gleichgesinnte zu treffen, wenn man weiß, dass die Regierung einen am liebsten verschwinden lassen würde. Ich bin Christiane und ich darf euch jetzt durch diesen Nachmittag führen. Kandel ist überall und deswegen werden wir den schrecklichen Tod von Mia Valentin am 27. Dezember 2017 nicht schweigend hinnehmen, sondern im Bewusstsein, dass dieser Mord natürlich kein Einzelfall ist, den Protest ins ganze Land tragen. Ihr seid heute hier, weil ihr wisst,
dass Kandel überall ist. Es passiert jederzeit überall und es ist eine Frage der Zeit, bis es den eigenen Ort trifft oder vielleicht die eigene Familie. Weil nämlich die Politik nicht nur in Kandel, sondern überall auf die gleiche, unverantwortliche Weise versagt. Aber Politiker, die sich um den Schutz ihrer Bürger sorgen müssten, sorgen sich alleine um ihre Wiederwahl oder darum, dass irgendjemand vom Protest profitieren könnte. Aber niemand profitiert von der Einwanderung, wie sie zurzeit stattfindet. Weder wir, noch die Politiker und schon gar nicht unsere Kinder oder die Frauen und Mädchen im Land. Begonnen hat der Protest gegen das Wegsehen, gegen das Verschleiern und gegen das Weiter-so der Verantwortlichen hier in Kandel mit ein paar Mahnwachen von einzelnen Frauen vor der Verwaltung. Nur die Arroganz der Bürgermeister hat uns dazu bewogen, weiterzumachen, ohne überhaupt zu wissen, wohin das führen würde. Inzwischen finden in ganz Deutschland Mahnwachen statt. Unter dem Motto Kandel ist überall lenken Mahnwachen den Blick hier in diese kleine Stadt, wo man die Folgen der verfehlten Migrationspolitik wie an einem Musterbeispiel sehen kann. Ganz Deutschland blickt heute nach Kandel und im ganzen Land werden wir erzählen, wie fahrlässig man hier mit dem Leben der Bürger spielt. Begonnen hat der Protest auch mit zwei Trauermärschen mit ein paar hundert Teilnehmern. Und jetzt seht euch um, Freunde. 2000 Leute waren es vor 5 Wochen hier in Kandel und das hier ist mindestens das Doppelte. Und wer denkt, dass dieser Protest überhaupt noch aufzuhalten ist, der wird sich noch wundern. Das ist der Durchbruch im Westen und dafür danke ich euch. Die sprechen immer noch nicht mit uns, aber wir sprechen mit ihnen. Und wir werden selbstverständlich nicht schweigen und man wird uns nicht mehr überhören. Und jetzt, was passiert jetzt? Jetzt solidarisieren sie sich alle gegenseitig miteinander. Ja? Das machen sie, weil sie genau wissen, wenn wir einen von ihnen drankriegen, dann sind sie selber auch nicht mehr sicher. Dann werden wir alle Gestalten in der Politik danach fragen, wie sie es mit ihrem Amtseid halten, zum Wohle ihrer Bürger, zum Wohle ihres Volkes zu handeln. Frau Dreyer hat gestern gesagt, sie sei erschreckt von den Protesten in Kandel. Ich würde gerne wissen, wie erschreckt sie von dem Mord war. Davon habe ich nichts gehört. Und deswegen ist es eben nicht genug, nach einem Mord ein paar warme Worte für die Familie zu finden. Der Bürgermeister Post meint, das reicht. Aber unser Begriff von Verantwortung ist ein völlig anderer. Deshalb werden wir die Opfer nicht vergessen, die so schnell vergessen werden sollen, damit alle in ihren warmen Amtsstuben weiterwursteln können. Und deswegen werden wir auch die Verantwortlichen nennen, die sich mit ihrer fahrlässigen Politik schuldig gemacht haben. Und deswegen werden wir auch Forderungen stellen, Forderungen, die nicht verhandelbar sind, weil wir viele sind und weil wir immer mehr werden. Liebe Freunde, gleich werden zwei Frauen sprechen aus zwei Städten, in denen der Protest auch immer lauter wird. Danach haben wir einen Überraschungsgast.
Und dann machen wir unseren Spaziergang ins Zentrum von Kandel, wo der Bürgermeister heute sein Frühlingsfest feiert. Danach kommen wir wieder zurück hier zur Abschlusskundgebung. Liebe Freunde, jetzt möchte ich euch Nadja ankündigen. Nadja war die Moderatorin beim Frauenmarsch auf das Kanzleramt in Berlin mit unserer Freundin Laila Bilge. Liebe Nadja, herzlich willkommen in Kandel. Hallo Kandel, ich grüße euch. Viele liebe Grüße aus Berlin, viele Grüße vom Frauenmarsch in Berlin und ganz herzliche liebe Grüße von Laila Bilge. Ja, ich hatte die Ehre, auf dem Frauenmarsch in Berlin im Februar, am 17. Februar, die Kundgebung zu moderieren. Die Demo wurde von der Gewalt gestoppt und die Polizei war es, die die Gewalt eskalieren ließ. Sie war es, die friedliche Versammlung auflöste und die Teilnehmer schutzlos den gewaltbereiten Blockierern aussetzte. Wir leben mittlerweile in einem Land, in dem tagtäglich Gesetze gebrochen werden. Die Demo in Berlin war ein Beispiel hierfür. Wir haben aktuell zwar noch das Grundgesetz, das uns Freiheit und Recht garantieren soll, leben also vordergründig in einem Rechtsstaat. Tatsächlich aber bekommen wir kein Recht mehr. Es ist unglaublich. Wir leben in einer Anarchie. In einem Land, in dem die Gesetze von der Regierung, von der herrschenden Klasse gebrochen werden. Aber wenn wir vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um dort unser Recht einzuklagen, dann bekommen wir auch dort kein Recht mehr, weil die Richter von den Parteien eingesetzt wurden, von den Parteien, die Recht brechen. Der Rechtsstaat stirbt also jeden Tag ein bisschen mehr. Und wenn der Rechtsstaat geht, dann geht auch die Demokratie. Der Parteienblock CDU, SPD, Grüne, Linke bleibt immer an der Macht, egal wie die Deutschen wählen. Sie konnten bislang immer nur wählen zwischen Pest und Cholera. Aber die Auflösung der Demokratie, die geht von der EU aus, nicht vom Nationalstaat und nicht von deutschen Bürgern. Das sieht man sehr gut aktuell am Beispiel Katalonien. Die Bürger haben sich mit Mehrheit für eine Unabhängigkeit entschieden. Und dem Präsident droht Gefängnis, wenn er die Freiheit für sein Volk durchsetzen will. Aber ich will hier nicht weiter ausführen, ich wollte eigentlich nur ein kurzes Grußwort sprechen. Aber wir alle haben nicht mehr viel Zeit. Auch die AfD als parlamentarische Widerstandstruppe im Parlament hat nicht die Macht, den Wahnsinn in kurzer Zeit zu stoppen. Denn hätte sie es, würde es vielleicht genauso wie in Katalonien passieren und die Staatsgewalt wieder einschreiten. Deshalb sage ich euch, wir brauchen den Widerstand in der Bevölkerung. Empört euch endlich auch öffentlich. Geht auf die Straße in allen Städten in Deutschland. Nehmt euer Recht in die eigene Hand, aber auf friedliche Art und Weise. Es gibt in den Staatsmedien keine Stimme mehr für das Volk. Und deswegen brauchen wir die Straße und den Protest auf der Straße. Ich freue mich, dass Kandel brennt wie eine Fackel. Lassen wir es zum Flächenbrand werden über ganz Deutschland. Widerstand! Ja,
Die gute Nachricht zum Schluss, es brodelt an allen Ecken und Enden. Und Berlin macht weiter. Ich grüße euch. Vielen Dank, liebe Nadja. So, jetzt kommt ein Gast, den ich euch vorstellen möchte, der von weit angereist ist. Ich möchte euch mit Daniela bekannt machen und Daniela kommt aus Cottbus. Einmal quer durchs Land zieht sich unser Schulterschluss mit den Freunden, die aus genau denselben Gründen auf die Straße gehen wie wir. Für Sicherheit und Schutz und gegen importierte Gewalt. Willkommen! Vielen Dank! Guten Tag, Kandel, ihr mutigen Einwohner von Kandel. Liebe Grüße vom Verein Zukunft Heimat aus dem Spreewald. Ich freue mich, heute so viele von euch hier zu sehen. Denn längst ist es notwendig, dass auch hier in Kandel, im Westen der Republik, der Protest auf die Straße geht. Oft höre ich bei unseren Demonstrationen in Cottbus in Gesprächen die Frage aufkommen, was da eigentlich los sei im Westen, warum da niemand aufstehe, wo doch die Folgen der Grenzöffnung im September 2015 hier noch viel stärker durchschlagen. Seit einigen Wochen kann ich Ihnen nun antworten, Kandel geht mit gutem Beispiel voran. Ihr geht alle mit gutem Beispiel voran. Das hier, was ihr heute tut, ist etwas völlig Normales. Wir sorgen uns um die Zukunft unserer Heimat und wir äußern die Sorge auf der Straße, weil die Parlamente und Redaktionen für uns keine offenen Türen haben. Das, was wir heute tun, ist etwas Mutiges. Es ist etwas anderes, in Kandel, Bottrop oder Hamburg zu demonstrieren, wo doch ein ganz anderer Gegenwind weht als in Cottbus oder Dresden. Das, was wir heute tun, ist ein Beispiel für ganz Deutschland. Seid euch sicher. Hinter jedem von euch stehen tausende Bürger aus allen Teilen des Landes, die ebenso denken, aber noch nicht genügend Mut haben, sich ebenfalls auf die Straße zu begeben. Diese Leute heute stehen hinter Vorhängen. Sie schauen zu, wenn wir demonstrieren. Sie fragen morgen nach, wie es war. Und vielleicht streitet sich gerade ein Mann mit seiner Frau, weil er gern hergekommen wäre, oder eine Tochter mit ihrem Vater, weil sie nicht herkommen durfte. Denn längst können wir uns auf Straßen und Plätzen nicht mehr so unbeschwert und frei bewegen, wie wir es gewohnt waren und wie es uns in unserer eigenen Heimat zusteht. Täglich nehmen wir die zu Einzelfällen verharmloste Meldungen von immer neuen Demütigungen, Misshandlungen, Angriffen und Morden wahr. Jeder einzelne dieser Einzelfälle belegt das Versagen unseres Staates, dass er den Grundsätzen der Staatlichkeit nicht mehr gerecht wird, unsere Grenzen zu schützen und Recht und Ordnung im Inneren durchzusetzen. Darum stehen wir heute hier. Es wäre nichts anderes als eine Selbstverständlichkeit, die Entscheidung vom September 2015 zu revidieren. Es wäre nichts anderes als eine Selbstverständlichkeit, ihre Folgen zu korrigieren. Es wäre nichts anderes als eine Selbstverständlichkeit, die dafür Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen. Und es ist unser Recht, diese Selbstverständlichkeit einzufordern. Bottrop, Hamburg, Cottbus, Dresden, Erfurt. Wir sind ein Volk. Wir gehören zusammen. Wenn jeder an seinem Platz das Notwendige tut, dann wird es uns gelingen, die dringend notwendig politische Wende einzuleiten. Und sie ist vielleicht schon näher, als wir alle vor kurzem noch dachten. Unsere Heimat geben wir nicht auf. Nein. Ja, vielen Dank.
und viele Grüße aus Kandel nach Cottbus. Jetzt haben wir einen Gast für euch. Das ist Claudia. Sie hat gerade zu mir gesagt, sie kann es kaum erwarten, hier zu sprechen. Claudia kommt aus dem Ruhrgebiet, aus Recklinghausen. Sie ist Mitglied bei Pax Europa, Islamkritikerin der allerersten Stunde und macht seit 14 Jahren Aufklärungsarbeit auf allen Ebenen, auch parlamentarisch. Wir freuen uns unheimlich, dass sie hier ist. Willkommen! Liebe Freunde, liebe Frauen, liebe Männer, ich hoffe jetzt, dass das mit der Technik hier vernünftig läuft. Ich grüße euch. Ja, jetzt funktioniert's. Ich fange nochmal an. Liebe Frauen und Männer in und aus Kandel, liebe Patrioten zu Hause vor dem PC, ich möchte an der Stelle sagen, es könnte sein, dass aufgrund von technischen Problemen möglicherweise etwas versetzt bei euch zu Hause unsere Übertragung ankommt. Wir sind heute hier zu dieser Demo zusammengekommen, um über die Grundrechte unserer Kinder und Enkelkinder einzutreten. Etwas, was uns vor Jahren noch als selbstverständlich kam, ist spätestens nach der illegalen Öffnung unserer Außengrenzen nicht mehr gegeben. Dank Frau Merkel und ihren Marionetten, die meiner Meinung nach Hochverrat an unserem Land und an unseren Bürgerinnen. Ist unsere Freiheit und unsere Sicherheit in großer Gefahr. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendwo in Deutschland kriminelle Übergriffe von unterschiedlichem Ausmaß auf Frauen und unsere Töchter stattfinden. Aber auch unsere Söhne und Männer dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Sie werden zusammengeschlagen, ausgeraubt und im schlimmsten Fall umgebracht. Ich sage hier in aller Deutlichkeit, unsere Kinder haben ein Recht darauf, in Sicherheit, Freiheit sowie in Frieden aufzuwachsen und zu leben. Jawohl. Wir Mütter, wir haben keine Kinder bekommen, um sie nun von den Merkel-Gästen schänden oder abschlachten zu lassen. Genau. Können wir gar nicht oft genug sagen, ne? Ich bin wütend, ja, sehr, sehr wütend auf unsere Frontparteien, die ohne den geringsten Sachverstand gegen geltendes Recht und verbindlich abgeschlossene Verträge verstoßen und in erster Linie meist ungebildete junge Männer aus einem komplett gegensätzlichen Kulturkreis und mit einer politischen Ideologie mit dem Namen Islam illegal in unser Land eindringen lassen. Hätten sich diese Volksvertreter in den zurückliegenden Jahren nur einmal kritisch mit dem Islam auseinandergesetzt, denn Mahner und Kritiker gab es ja immer schon, anstatt nur immer die Nazi-Keule zu schwingen und alle Probleme unter den Teppich zu kehren, ja dann wäre dem einen oder anderen möglicherweise ein Lichtlein aufgegangen und vielen Mädchen und Frauen wäre einiges erspart geblieben. Aber jetzt klebt sprichwörtlich Blut an ihren Händen. So, an dieser Stelle
nehme ich mal Herrn Bosbach von der CDU raus, weil er jemand ist, der sich sehr wohl mit dem Islam auseinandergesetzt hat. Aber wie sagte er noch bei seinem Rückzug aus der Bundestagsfraktion, er wollte, Zitat, nicht weiter als einziges Pferd quer im Stall stehen. Und auch Helmut Schmidt sagte 2008, Zitat, wer die Zahlen der Moslems in Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf. Zitat Ende. So sieht's aus, ja. Also die wussten schon Bescheid, so ist es nicht. Die sogenannten Integrationsdebatten in unserem Land ließen kritische Auseinandersetzungen mit dem Islam vermissen. Die vielfältigen Probleme, die mit der muslimischen Zuwanderung entstanden sind, werden nicht wirklich offen diskutiert, sondern verdrängt, beschönigt und komplett ignoriert. Der immer wieder beschworene interkulturelle Dialog ist nichts anderes als eine Inszenierung, die der Öffentlichkeit die Illusion einer aufgeklärten Diskussion vorgaukeln soll. Nüchtern betrachtet handelt es sich aber immer um einen von muslimischer Seite geführten Monolog, der mit wiederkehrenden Stereotypen wie Islam heißt Frieden alle Probleme ausblendet. Im Übrigen, verehrte Kollegen in Berlin, Islam bedeutet Unterwerfung. Genau. Die Schieflage, die sich aufgrund der kulturellen Gegensätze zwischen der Werteordnung des Islam und unserer westlichen Wertegemeinschaft in allen Lebenslagen zeigen, werden nicht nur von der verantwortlichen Politikfront, sondern auch von der Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften und unseren Kirchen weitgehend geleugnet. Geleugnet und verdrängt. Und sei es aus falsch verstandener Toleranz oder aus Unwissenheit. Aber auch die Medienvertreter kommen ihren Pflichten als Journalisten nicht nach. Jede Kritik am Islam wird als rechtsradikal oder Nazi-Verhalten beschrieben. Von den fast täglichen Übergriffen steht nur selten was in unseren Zeitungen, genauso wenig wie in den Radiosendern oder auch in den Nachrichten im TV-Programm. Es wird nichts berichtet oder sehr selten. Warum eigentlich nicht? Nicht. Sind Kandel, Cottbus, Berlin, Freiburg, Lünen, Köln, Bad Godesberg, Essen, Hamburg und viele andere Städte nicht genug? Was muss in unserem Land denn alles noch passieren, damit die Medien endlich wahrheitsgemäß berichten? Wann berichten sie die Wahrheit über den Islam? Wann berichten sie über die Scharia? Und darüber, dass der Islam Verhaltensregeln aufgibt, die mit dem vom Aufstehen am Morgen bis zum Zubettgehen am Abend alles genauestens regelt. Die Weltanschauung des Islam ist mit ihrem Absolutheitsanspruch und der Überlegenheitsansprüche mit unserer Werteordnung und unserem Grundgesetz, den Menschenrechten und dem Verständnis von Religion nicht vereinbar. Liebe Kirchenvertreter, der Islam ist keine Religion, so wie wir sie verstehen, sondern eine politische Gesellschaftsform, in der es keine Gleichheit von Mann und Frau gibt. Und jetzt werde ich mal eine kleine Einführung dazu geben. Die gesellschaftliche Ordnung der Familie, der Großfamilie, auch Clan genannt, und die Gemeinschaft, auch Umma genannt. Insgesamt ist der Koran eine göttlich vorgegebene patriarchalische Ordnung. Der Mann ist der Frau übergeordnet. Die Männer haben Vollmacht. Bei uns, ne? Die Männer haben
Vollmacht und Verantwortung gegenüber den Frauen, weil Allah die Männer bevorzugt hat und weil diese ihr Vermögen für die Frauen ausgeben. Die rechtschaffenen Frauen sind demütig ergeben. Ermahnt diejenigen, von denen ihr Widerspenstigkeit befürchtet, und entfernt euch von ihnen in den Schlafgemächern und schlagt sie. Wenn sie euch gehorchen, dann wendet nichts. Wenn sie euch gehorchen, dann wendet nichts weiter gegen sie an. Sure 4, Vers 34. So sieht's aus. Der Koran. Vielleicht ist der junge Mann hier irgendwo schon konvertiert, wer weiß. Der Koran sanktioniert damit das Züchtigungsrecht des Mannes gegenüber den Frauen, aber auch das sexuelle Verfügungsrecht. So heißt es in der Sure 2, Vers 223, eure Frauen sind für euch ein Saatfeld, bestellt ihr, wann immer ihr es wollt. Der islamische Normenkatalog bevorzugt den Mann, aber nicht nur im Eherecht, wie beispielsweise Recht auf mehrere Frauen, haben wir ja kürzlich alle in der Zeitung lesen können, Auflösungsrecht oder das Recht auf Eheverhältnisse, Recht auf Züchtigung. Und auch im Erbrecht und im Zeugenrecht ist der Mann privilegiert und doppelt so viel wert. Unglaublich ist auch Folgendes: Wenn beispielsweise Frauen ihre Periode haben, sind sie unrein und dürfen den Koran nicht berühren. Ja, so sieht's aus. Im Namen des islamischen Rechts werden weltweit, und jetzt hören Sie genau zu, vor allen Dingen auch hier so Leute wie gerade eben, hören Sie bitte zu. Im Namen des islamischen Rechts werden weltweit, so auch in Europa und auch bei uns in Deutschland, muslimische Frauen und Mädchen benachteiligt, unterdrückt, in ihrem Namen der Freiheit eingeschränkt, geschlagen, beschnitten, zwangsverheiratet oder im Namen der Ehre ermordet. Das ist so. So, es ist so. Durch diese Gehorsamskultur werden muslimische Mädchen schon früh zur Fügsamkeit erzogen. Von der Jungfräulichkeit der Mädchen bis zur Ehe hängt die Ehre des Mannes und die Ehre der ganzen Familie ab. Diese Mädchen dürfen daher oft leider nicht an Klassenfahrten, Schwimmunterricht oder privaten Unternehmungen teilnehmen. Immer mehr Mädchen, und das sieht man ja auch bei uns, wenn man mit offenen Augen durch die Straßen geht, unterwerfen sich der islamischen Kleidervorschriften. Nach der Scharia hat die Frau sich zu verschleiern, weil der Mann seine Triebe nicht beherrschen kann. Das ist der Grund. Und auch das Kopftuch bringt in der Öffentlichkeit zum Ausdruck, ich gehöre in eine andere Gesellschaft. Die türkischstämmige Soziologin Necla Kelek nennt daher die Verschleierung und das Kopftuch zu Recht die Flagge des Islam. Nach islamischer Heiratstradition werden die Kinder, insbesondere die Töchter, früh verheiratet. Ehen islamischer Mädchen oder Jungen werden auch in Deutschland von deren Eltern oft arrangiert oder zwangsweise, wenn nötig, mit psychischer oder körperlicher Gewalt durchgesetzt. In unserem Grundgesetz steht aber, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Artikel 3 Absatz 2. Liebe Frauen und Männer, ich kann euch wirklich aus meiner persönlichen Erfahrung mit muslimischen Frauen auf jeden Fall bestätigen, dass unsere Frauenhäuser zu über 80% aus dem islamischen Kulturkreis gefüllt sind. Die Frauen suchen dort Schutz und wollen auch dem Islam sehr häufig den Rücken kehren. Es ist wirklich schockierend, welches Frauenbild in der islamischen Welt verbreitet ist. Schockierend ist es aber auch, dass unsere Politik dieses zulässt und schwere Menschenrechtsverletzungen missachtet.
Und genau dieses Gedankengut wird durch unsere offenen Grenzen dank unserer sogenannten Volksvertreter in unser Land weiter importiert. An der Stelle möchte ich auch nochmal auf die türkischstämmige Buchautorin Serap Çeleli hinweisen. Die hat das Buch geschrieben, Eure Ehre, unser Leid, welches die Probleme ganz genau analysiert, ist an der Stelle zu empfehlen. Aber jetzt nochmal mit einem Zitat zur aktuellen Flüchtlingspolitik. So sagte der von 1995 bis 1978 algerische Staatspräsident Houari Boumediene 1974 bereits in einer bemerkenswerten Rede folgende Passage: Eines Tages werden Millionen Menschen die südliche Hemisphäre verlassen, um in der nördlichen Hemisphäre einzufallen. Und gewiss nicht als Freunde, denn sie werden als Eroberer kommen. Und sie werden erobern, indem sie sie mit Kindern bevölkern. Der Bauch unserer Frauen wird uns den Sieg schenken. Oder Frau Merkels bester Freund Herr Erdogan. Er zitierte den türkischen Dichter Ziyad Gökalp bereits am 6. Dezember 1997 mit folgenden Zeilen. Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. So sagte aber auch Merkels sympathischer Freund im Kanal DTV über den Begriff moderater Islam, der im Westen oft zur Charakterisierung der AKP benutzt wird, moderater Islam. Diese Bezeichnungen sind hässlich. Es ist anstößig und eine Beleidigung unserer Religion. Es gibt keinen moderaten Islam. Islam ist Islam und damit fertig. Eins muss man ihm erlassen. Er ist mit diesen Äußerungen ehrlicher als unsere Politikeliten. Er hat seine Ziele sehr konkret schon benannt und unsere Deppen da in Berlin arbeiten fleißig daran. Also unsere Deppen. Arbeiten fleißig daran, dass Deutschland sich weiter zum größten Idioten der Welt nominiert. So, meine lieben Mütter und Väter, ich sage ganz klar, meine Mitstreiter von Pax Europa, die wachen Bürger und Bürgerinnen in Deutschland und ich werden diesen Ausverkauf unserer Kultur, unserer Werte, unserer Heimat nicht hinnehmen und für Aufklärung statt Verschleierung weiter auf die Straße gehen und für unsere Freiheit und die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder kämpfen. Wir werden nicht zulassen, wie wir von der sogenannten Elite versucht wird, unsere Köpfe in Ketten zu legen. Vom deutschen Volk geht die Staatsgewalt aus. Der Geist ist aus der Flasche. Denn die Manipulation der Regierenden wird immer deutlicher und täglich wachen immer mehr Bürger und Bürgerinnen auf. Deutschland ist unser Land und wir werden unser Land von niemandem mehr weiter kaputt machen und weiter vereinnahmen lassen. Das sind wir unseren Kindern schuldig. Jawohl. Danke, Claudia. Ja, vielen Dank. Eigentlich hatten wir vorgesehen, dass nur Frauen reden, aber wir machen für einen ganz besonderen Mann auch eine Ausnahme. Imad Karim ist da und er wird sich noch kurz an euch richten. Liebe Freunde, erstmal möchte ich sagen, dass alles, was meiner Vorrednerin Claudia Ludwig gesagt hat, der Wahrheit entspricht. Ich bin im Islam geboren und ich weiß, was das für eine faschistische Ideologie ist. Ich hatte das Glück, dass ich in einer agnostischen Familie aufgewachsen bin, aber ich kann das nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Liebe Freunde und mutige demokratische Mitstreiter, Demokraten seid ihr, weil ihr von eurem im Grundgesetz verbrieften Recht auf friedliches Demonstrieren Gebrauch macht. Und mutig seid ihr, weil ihr hier heute an diesem Platz steht, obwohl ihr wisst,
dass die Politiker, die von euch und euren Nachbarn gewählt wurden, euch für eure Teilnahme diffamieren werden. Mutig seid ihr, weil ihr wisst, dass sowohl die privat betriebenen Medien als aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender, die von euren Zwangsbeiträgen leben, euch morgen auf ihren Blättern und in ihren Berichten als rechtsradikal und fremdenfeindlich verunglimpfen werden. Ihr und wir alle sind mutig, weil wir unserem Gewissen folgen. Ich weiß, dass hier unter uns Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund stehen, die gegen diese destruktive und sehr zerstörerische Migrationspolitik sind. Verharmlosungstaktik, sie sind da, wir sind alle da, weil wir dagegen demonstrieren und vor allem gegen diese Verharmlosungstaktik der Regierenden. Ja, ich sehe hier Deutsche, Russen, Türken, Kurden, Iraner und viele andere, die sich alle zu diesem großartigen Land bekennen. Ihr alle verleiht mit eurer Präsenz diesem friedlichen Protest Kraft, Einigkeit und demokratische Willen. Diese wunderbare Erfahrung der Gemeinsamkeit machte ich persönlich nicht nur hier in Kandel, sondern auch auf der Frauendemo in Berlin, organisiert von unserer mutigen Freundin Leila Bilgi, einer Kurdin, und unserer Freundin Lale Haji Mohammed Wali, einer Iranerin, die mit ihrer Mutter vor vielen Jahren aus dem menschen- und frauenverachtenden System des schiitischen Mullahs in Iran fliehen musste. Warum sind wir heute hier? Wir sind hier, weil am 27.12.2017 ein afghanischer sogenannter Flüchtling, angeblich 17 Jahre alt, ein Kind, nämlich die nur 15 Jahre alt gewordene Mia, in einem Drogeriemarkt in Kandel ermordete. Weil er sich in seiner archaischen, kranken Ehre verletzt fühlte. Wäre das ein Einzelfall, würden wir alle den Tod dieses Kindes bedauern und schweigend hoffen, dass es keinem weiteren Kind, egal welche Hautfarbe, Nationalität oder Religionszugehörigkeit es hat, etwas Ähnliches geschieht. Aber das war kein Einzelfall, sondern ein Verbrechen in einer anscheinend nie endenden Reihe und Gewaltspirale. Unzählige Beispiele für ähnliche Morde und Angriffe auf das Selbstbestimmungsrecht der Frauen dokumentieren unser traurigen Alltag heute. Gestern traf es eine syrische Mutter, die sich von ihrem syrischen Ehemann trennte und in einen neuen Partner fand. Und auch diese junge Mutter wurde vor den Augen ihrer Kinder erstochen. Bis zu 5-mal stach der in seiner islamischen Männerehre gekränkte Syrer auf seine Ex-Frau und die Mutter seiner Kinder ein. 5-mal in den Hals. Dieser Psychopath dokumentierte sein Verbrechen in einem Live-Video. Angefeuert von etlichen Facebook-User aus seiner Heimat und auch von seinem 9-jährigen Sohn, der diesem Verbrechen beiwohnte und seinen Vater für seine Heldentat huldigte. Für mich war es nicht leicht, das Video anzuschauen. Als arabisch sprechender Mensch würde ich bei und mit jedem Wort des Vaters als auch seines Sohnes in einer Starre der Entsetzung versetzt. Ich musste beim Anschauen an die vielen Ehrenmorden, Vergewaltigung, regelrecht Verfolgung und der massiven sexuellen Belästigung von Frauen im öffentlichen Raum in vielen islamischen Ländern denken. Als Fernsehjournalist, einst für die öffentlich-rechtlichen Sender, drehte ich Filme und Reportagen unter anderem in Ägypten, Saudi-Arabien, Syrien, Irak, Tunesien, Marokko und andere Länder und sah mit eigenen Augen, wie Erwachsene, sozusagen gestandene Männer und Familienväter, sich zur Meute bildeten, um auf den Basaren und Märkten alleingehende oder laufende Frauen zu begrapschen und zu versuchen, sie zu vergewaltigen. Ich habe in meinem Filmarchiv viele furchtbare Filmaufnahmen, die diese alltäglichen Grausamkeiten in diesen Ländern dokumentieren, in denen wegen der im Mittelalter stehen gebliebenen Religion Geschlechterapartheid herrscht. Das ist, meine Damen und Herren, oder meine Freunde, das ist die Realität, die unsere Politiker, Chefredakteure mit ihren Lakaien, genannt Reporter vor Ort, Kirchenfunktionäre, überhebliche Gewerkschaftsbossen, degenerierte Stars und Sternchen und mit ihnen alle anderen Realitätsverweigerer leugnen.
und uns mit ihrer Armada an Propaganda versuchen auszugrenzen. Wenn wir ihnen ins Gesicht sagen und schreien, hört auf mit eurer neuen Religion der Verharmlosung, denn ihr seid diejenigen, die die Spaltung unserer Gesellschaft und der Rassismus schürt. Liebe Freunde, es ist leicht, es ist kinderleicht, systemleicht und vor allem Mainstream-konform, dort zu stehen bei den anderen, um gegen uns zu demonstrieren und die Vielfalt zu verteidigen. Sie da drüben oder ihr da drüben, Sie bekommen die Unterstützung der Mächtigen und haben nichts zu befürchten. Wir aber stehen hier und riskieren alles, angefangen mit der Ausgrenzung durch Familienmitglieder und Freunde bis zum eventuellen Verlust des Arbeitsplatzes. Und das ist in einer Demokratie. Ich persönlich stehe hier für meine Kinder und Enkelkinder. Denn sie, die den Nachnamen Karib tragen, gehören zu Deutschland, zu diesem großartigen Land. Ja, zu Deutschland und zu seinen Werten der Aufklärung. Ja, zu Deutschland, in dem eine Frau zu jeder Tages- oder Nachtzeit rausgehen und tun kann, was sie will, anziehen nach eigener Laune, Lust und Geschmack. Liebe Freunde, seit 40 Jahren lebe ich in diesem Land. Hier habe ich studiert und hier arbeite ich seit 35 Jahren. Nie habe ich diesen Sozialstaat in Anspruch genommen, denn Deutschland gab mir immer viele Möglichkeiten, kreativ und autark arbeiten und werden zu können. Ich bildete viele junge Leute aus und verteidigte die humanen Werte dieser Gesellschaft immer wieder. Deshalb gehöre ich zu Deutschland. Aber der Mörder von Mia, von Maria und der Mörder von gestern und mit anderen 4000, die unsere Werte ablehnen, gehören nicht zu Deutschland. Und ich sage euch, eine Mehrheitsgesellschaft, wie ihr oder wie wir noch sind, hat das Recht zu entscheiden, wen sie aufnehmen und wen sie nicht aufnehmen wollen. Denn Heimatrecht ist ein Grundrecht. Das ist meine Legitimation, warum ich heute stehe, als einer von euch. Für mich ist Deutschland, und das sagte ich mehrmals, die Heimat meiner Werte. Wir alle stehen hier und sagen zu den Mächtigen, hört auf, ihr Politiker und Lobbyisten der Macht uns zu diffamieren, weil wir uns gegen eine Unkultur stellen, die das bisherige friedliche Zusammenleben der Menschen in diesem Land vergiftet. Mit unseren friedlichen Protesten bauen wir Brücken, die ihr mit eurer ideologischen Besessenheit, das ist an die Politiker gerichtet, jedes Mal zu zerstören versucht. Eure kulturrelativistische Haltung wird uns alle in die Katastrophe führen. Gefordert durch eine überwiegend politisch korrekte berichtende Medienlandschaft, wollt ihr uns aufzwingen, die wirklich gravierenden Probleme der Massenzuwanderung der letzten Jahre zu diskutieren. Für die systematische Überwachung regelt ein massives Zensurgesetz, genannt Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und wenn alles das nicht reicht, dann bekommen wir den Etikettenkatalog rechtspopulistisch oder rassistisch. Wir, liebe Freunde, wir gemeinsam werden nie aufhören, gegen eure viel Leid und Unglück und an die Politiker gerichtet, bringen die Politik friedlich zu demonstrieren, bis der letzte Bürger in diesem Land aufgewacht ist und wir haben den längeren Atem versprochen. Imad Karim, danke. Freunde! Widerstand! 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 Freunde! Wir wollen heute mahnen und den vielen Opfern der Ideologie der offenen Grenzen um jeden Preis gedenken.
Wir wollen auch die Verantwortlichen nennen, denn es gibt kein Verschleiern mehr von eurer Schuld. Und wir werden fordern, was der gesunde Menschenverstand uns aufträgt. Ich bitte euch daher, nach dem Spaziergang, den wir jetzt durch Kandel unternehmen, wieder hierher zurückzukommen. Wir laufen jetzt in den Ort hinein, bis dahin, wo der Bürgermeister mit seinen Freunden feiert, zeigen ihm, wie viel